Hallo zusammen. Heute geht es mal um Teigtaschen. Teigtaschen gibt es auf der ganzen Welt. Aber in der Zubereitung, in der Füllung und auch im Namen sind sie sehr unterschiedlich. In Deutschland heißen sie Maultaschen. In Italien Ravioli und Tortellini. In Russland zum Beispiel heißen sie Pelmini. In Indien sind es Samosas. In China Wantan. In Österreich Schlutzkrapfen oder Kasnudeln. Und in Polen sind es die Piroggen. Und darum geht es. Wir werden heute die polnischen Pirogi herstellen. Aber nicht die mit Nudelteig, sondern die nur mit Kartoffeln. Denn es sollen süße Piroggen werden. Aber im Großen und Ganzen werde ich mich weiterhin in meinen Videos um Teigtaschen aus aller Welt mal kümmern. Besonders die aus Deutschland, die Maultaschen, und auch die italienischen Ravioli und Tortellini. Die werde ich dann irgendwann mal in meinem Kanal mit vorstellen. Aber wie gesagt, heute erstmal die Piroggen. Und eins muss ich euch dazu noch sagen, dieses Rezept geht ganz schnell, hat wenig Zutaten und ist auch noch preisgünstig. Warum nicht mal was Süßes aus Polen? Piroggen. Und hier sind meine Zutaten. Wir brauchen Süßkartoffeln, eine Beerenmischung aus der Tiefkühltruhe, weil jetzt im Winter sind die frischen Beeren viel zu teuer. Aber das könnt ihr gerne machen, wenn ihr möchtet. Dann brauchen wir Quark, 20-prozentigen, ein Ei, Salz, Mehl, Zucker, Butter, Mandeln, Mandelblättchen und etwas Zimtpulver. Dieses Rezept ist jetzt für 2 Portionen, aber ich werde euch unten die Rezeptur in 4 Portionen schreiben. Und jetzt legen wir mal los mit dem Kochen der Süßkartoffel. Die Süßkartoffel hat einen, wie schon der Name sagt, süßen Geschmack, erinnert so ein bisschen an Karotte oder Kürbis und passt sehr gut zu diesem Gericht. Die Beeren müssen erstmal aufdauen. Dazu gebe ich sie jetzt in eine Schüssel. Dazu etwas Zucker. Und ich mariniere ein wenig mit Zitronensaft. So ein paar Tropfen vom frischen Bio-Zitronensaft. Das macht sich bei Beeren immer gut. Die Süßkartoffeln sind fertig gekocht und ich drücke sie durch meine Kartoffelpresse. Ich trenne das Ei. Gebe das Eigelb gleich zu meinen Süßkartoffeln. Eine Prise Salz zum Eiweiß und zu Eischnee aufschlagen. Das Eigelb ist schon bei den Süßkartoffeln. Jetzt gebe ich noch meinen Quark dazu. Dann siebe ich das Mehl hinein. Nun füge ich den Eischnee noch hinzu und arbeite ihn ganz vorsichtig unter den Teig. Ich warte, bis mein Wasser kocht. Am Anfang den Löffel anfeuchten, dann die Masse darauf geben und in das heiße Wasser gleiten lassen. Dabei den Löffel ganz hinein, dass er wieder feucht ist. Die Piroggen immer mal mit dem Löffel unten am Topfboden lösen, damit sie nicht anhängen. Und so verfahre ich, bis meine Kartoffelquarkmasse aufgebraucht ist. 5 bis 8 Minuten sollten sie im siedenden, leicht gesalzenen Wasser garen, bis sie dann an der Oberfläche schwimmen. Ich hacke jetzt noch die Mandeln ganz fein, um sie dann mit der Hälfte der angegebenen Butter und den Mandelblättchen leicht anzurösten. Und wenn sie schön braun und knusprig geworden sind, kommen sie erstmal heraus in eine Schale.
In die gleiche Pfanne hinein gebe ich jetzt meine restliche Butter zum Bräunen. Zucker und Zimt kann man schon mal mischen. Die Pierogi sind fertig und kommen aus dem Salzwasser direkt auf dem Teller. Dann die in Zucker und Zitronensaft marinierten Früchte dazu. Nun kommen noch die knusprig braunen Mandeln dazu. Die heiße braune Butter und zu guter Letzt wird noch der Zimtzucker darüber gestreut. Fertig! Polnische Pierogen. Wenn man mehrere gemacht hat und hat dann noch übrig und möchte sie dann vielleicht am nächsten Tag nochmal essen, dann kann man diese kleinen, fluffigen Knuffel da nochmal in einer Pfanne mit etwas Butter erwärmen. Denn warm schmecken sie immer besser als wie kalt. Ja, ich muss das wirklich nochmal wiederholen, denn sie schmecken besser, wenn man sie vorbereitet, diese kalt werden lässt, dabei kann auch mal ein Tag vergehen, und sie dann auf niedrigster Flamme in Butter ganz langsam erwärmt. Eine polnische Pieroge. Wenn ich euch mit dieser leckeren Süßspeise zum Nachmittag oder vielleicht auch zum Mittag mit den Kindern Lust gemacht haben sollte, das auch mal auszuprobieren, würde ich mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch dabei gutes Gelingen, habt eine schöne Zeit und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Bettina.